Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge South Park mit Bram und Christian und dem Schweinebärmann. Und dem Schweinebärmann. Der hat sich nämlich da schon wieder versteckt, der Wichser. Ja, so weit können wir nicht schießen. Ja, können wir immer noch nicht schießen? Jetzt. Da. Au! Ich hab zuerst gehauen. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir die neuen Flicken, die wir gekriegt haben, noch nicht durchgehalten. Ja, schon. Alter, guck dir mal die Rüstung an. Du musst den so weit von oft beschneiden. Au. Alter, der hat so mega viel Rüstung. Tja, meinst du? Au, sehr gut gegen Rüstung. Bam. I am Manbear Peg and only the brave Alvor can stop me. Bam. I'm sorry. Das ist sehr gut gegen Rüstung. Tja. Roar. Alter. What? Ja, du musst ihn nochmal beschneiden. Ah, Vorbatters heilen. Alter, Vater, auch wir haben noch keine. Was machen denn die Kleinen? Wie viel sind da? 40%? Ja. Ja, warum nicht? Der Gor ist echt ein Tier, ey. Der Gor ist ein verdammter Arschloch-Fucker, ey. Was trägt denn mit die Sense rein? Au! Au! Wenigstens ruft er jetzt nicht seinen blöden Spacken davon eben. Das stimmt. Tankstock und Chaos kommen lassen. Ja, würde ich auch sagen. Bloop. Oh, wir haben ja nur noch die Kleinen, ne? Ah, ja, stimmt. Ja. Wo sind die denn überhaupt? Voll! Gib ihm! Ich bin größer als du! Mal gucken. 175 nur, Alter, Vater! Der ist voll stark! Ja. Gut geblockt. Ja. Jetzt bringen wir den vielleicht noch zum Rennen. Ja, das ist auch eine gute Sache. Stimmt, brennt der auch noch. So, jetzt kann Butters uns mal einen Trank geben oder sich selbst. Aber die Fähigkeiten sind eigentlich gar nicht so geil von dem. Bis auf Professor Chaos. Dann würdest du Professor Chaos, glaube ich, zwei Tränke schlucken. Ja, das stimmt. Also, es gibt, lass Butters dir doch einen Mana-Trank geben. Dann kannst du ihn auch noch anwidern. Dann können wir den nämlich nochmal beschnibbeln oder so. Ja, dann muss er halt den Butters-Hammer rausholen. Heiliger Bonusschaden. Wenn er jetzt auch noch wieder einen Trank, wa? Einfach schöne Tränke nachkippen schon mal. Heiltränke oder nicht? Ich würde, glaube ich, Butters einen Heiltrank geben, damit das Bluten aufhört. Das macht ja gleich einen Abgang. Ja, der hat ja nur einmal Blut. Ja. Der hat ja nur einmal Blut. Die Buffs entfernt. So. Jetzt schneidest du ihm die vor und weg, den Wichser. Oh ja, mal wieder. Die hängt da übrigens. Lol. Alter. Alter. So, schwing die Ismel. Autsch. Boah. Guck mal, einfach von der Blut an, damit ich noch stehe. Ich mal das ganze Blut an, ey. Sonst lass, gib dir doch mal Mana-Trank mit Butters. Also wirklich einen Mana-Trank jetzt für. Da kannst du den nur noch anbiedern. Mit so einem Drachenschuss. Nom, nom, nom. So, Butters Herr. Oh, wobei, Moment mal. Ach, stimmt, du kannst auf Kenny wechseln. Da kannst du doch noch verzaubern. Dann aus Kenny. Lol. What the fuck? What? Wir regenerieren, Angriff erhöht. Fick dich! Wer, wie, wo, was denn? Stell dir den Pimmel weg. Was? Ne, kann ich ja nicht. Wir fressen ihn. Doch, doch. Nee, nee, der bringt ja nicht so viel. Ich meinte, wenn er auf den drauf schießt, dann damit du den Y auch benutzen kannst. Ach so, meintest du das auch? Ja, okay. Aber vorher würde ich ihn halt auch beschnitteln, weil der hat natürlich jetzt wieder mega viel. Boah. Aber mal geht. Aber beschneiden ist immer gut. Oh, mehr als Bluten 5 geht nicht. Okay.
Okay. Gut zu wissen. Ja, also, guck mal kurz Fähigkeiten. Ach, Verzaubern ist so. Das, cool, da kannst du zusätzlich einsetzen. Ja, benutzt das mal einfach. Autsch. Aber verringert, immerhin. So. Königlicher Kuss. Ziel ist angewendet. Okay. Ja, schön, dann sonst die Gegner fertig. Das haben wir doch gerade quasi schon. Ja. Einhornansturm! Kann man kompliziert. Jetzt mir. Voll! Bam. Sehr schön. Das heißt, der dürfte jetzt eigentlich weg sein mit dem Blutdrucksschaden, den er hat. Pig Bear Claw! 18 noch. Das kriegen wir hin. Mit dem Stab der Verschwendung. Lol. Okay, mit Kennys Boom. Oh, Algor, you finally beat me. Bam. Algor, you finally beat me. Boah, er selbst war nämlich der Schweinemann. Alter Vater! Alter, auch von den. Kann sein, dass das irgendwie eine Quest war, die eigentlich erst viel später gelöst werden sollte. Keine Ahnung. Aber die Sachen, die der droppt, sind eigentlich voll geil. Schade, wenn man Waffe. Auf jeden Fall kannst du jetzt Dingsbums auch noch dein iPad zurückbringen. Ja. Wer war Dingsbums? Kevin oder so, ne? Nee, Moment. Doch, Kevin. Kehre zu Kevin, Kevins Zimmer zurück. So, wo wohnt ihr denn da? Alles klar. Tütütütüt. Da war auch, glaube ich, direkt eine Jawoll. Wunderschön. Timbe! Kevin! Bin zum Spielen gekommen. Komm schon, Kevin. Ich hab dein iPad. Moment, erstmal essen. Er war oben in seinem Zimmer, wa? Auf der Kommandobrücke da. Bam. Geh mir aus dem Weg. Jawohl. Hier, Kevin. Well done. The galaxy is in your debt. Let it be known that I have been and will always be your friend. On Facebook. Neue Freundschaftsanfrage von Kevin. Jawohl. Oh, cool. Rakete der Verlangsamung. Verlangsamt dein Ziel bei einem perfekten Treffer. Und hat noch so einen Schaden. Aber klar, ich könnte zumindest mal ausprobieren und wir haben auch neue. Moment, wieso stand da noch, dass wir neue Sticker haben? 50 Feuerschaden ist natürlich nice. Fügt mir perfekt 10% Schaden, okay. Entzieht blutenden Zielen. Ah. Wir benutzen ja die Ismel eigentlich relativ häufig. Das stimmt. Dann die Frage, 25 ist jetzt nicht so der Knaller, weißt du, das sind 5%. Ah, bis Level 9 lassen wir erstmal, keine Ahnung, eine Mene Mu. Wir haben hier auch noch ein paar Sachen. Vielleicht der alte Mongolenbogen. Er ignoriert bis zu 5 Rüstung. Vielleicht ja, hat wow, das wenn er ein Gegner kommt mit 200 Rüstung oder so, Hammer. Das stimmt. Bringt es ja nicht so richtig. Aber neue Nahkampfwaffe, die durften wir noch nicht benutzen, ne? Für welches Level war die? Level 9, glaube ich. Ja, Level 8. Oh, eines Level 8. Alter Futter! Die Schweine wären mal eine Keule. Ja, die Klau müssen wir daher benutzen. Ja, machen wir schon. So, und jetzt Schule oder was? Was kennen wir noch? Kennen wir das noch? Live long and prosper. Ah, okay. Okay, lebe lang und in Frieden. So. Keramikscherbe. What? Ja, du hast doch vorher das Ding kaputt gemacht. Ah. Haben wir noch irgendwelche epischen Quests, die wir machen müssen? Ja, die Timmy Express, uns fehlt noch einer. Ja, dann halt die Goth Kids. Und dann die Goth Kids. Aber, Schule. Aber wo waren wir denn noch nicht? In welcher Ecke, wo jetzt noch so ein Moped sein könnte? Was für ein Moped? Ja, hier so ein Timmy Express. Ach so. Ich meine, wir sind hier gewesen. Ja, hier vielleicht gewesen. Kommt das noch irgendwie. Erstmal gehen wir jetzt zur Schule. Ja, gucken, was die Goth Kids so von uns wollen. Tütütütüt.
Bam. Hinterhof von die, wa? Ja. Rechts daneben, die chillen immer hinten ab. Wieder laden. Dafür, echt jetzt? So, Jungs. Was ist los? Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Alter, unsere Haare sind doch wohl perfekt. So. Müssen wir dafür jetzt irgendwo hin oder müssen wir uns einfach umziehen? Weiß nicht, vielleicht müssen wir noch kurz warten, bis das aktualisiert wird. Gern bündet es mit den Goths ein. Na, ja, geh ein Bündnis mit den Goths. Ja. Finde irgendwo einen South Park kippen. Oh, oh, oh. Bei Jimbo! Können wir jetzt hier echt rein? Ah, jetzt hast du erst. Finde etwas Kaffee. Kaffee. Ja, Kaffee ist klar, wo den gibt. Kaffee gibt bei Tweak! Und Meth. Und Meth. Ey, ich fühl mir Bock drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, you're so cute. Ja, ich weiß. Willst du mein Freund sein? Ist hier schon. Also deine Freundin, weil du David Hasselhoff bist. Da. Timmer. Erstmal Kippchen holen. Kaffee. Lauf, 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 David. Last cigarette. You guys got more? Get lost, kid. We're trying to smoke here. Da. Take your stupid hair and leave. Was will denn hier der? Kevin, sei gegrüßt, Mensch. Dies ist eine eingehende Transmission von der USS Kevin. Wir umkreisen aktuell die Erde und sind bereit, Photonentorpedo Unterstützung zu leisten. Kevin, Ende. Okay, ernsthaft, es gibt in Sauron keine verfickten Raumschiffe. Es gibt nur Menschen und Elfen, die haben keinen verfickten Phaser. Sie haben Schwerter und Pfeile. Vergib mir, Admiral, meine vulkanische Hälfte bewahrt mich nicht immer davor, unlogische Dinge zu tun. Sehr gut. Take your stupid hair and leave. Hört sie auf? Ah. Sicher. Dresche gibt jetzt. So, dann probieren wir doch direkt mal die Rakete. Aber wobei der erst bestanden. Wer ist denn der übelste von? Oh, die haben alle keine Rüstung. Ja, deswegen kein Problem. Man kann auch Rakete Dings uns machen. Make your move. What the fuck? Du durftest nur X drücken, oder? Ja, ich hab A gedrückt, weil ich das von dem Bogen gewohnt war. I got all the time in the world, bitch. Meinst du wirklich? Glaub ich nicht. Ja, jetzt kommt der Einhornansturm und der wird dich mitnehmen. Sei denn, ich töte Kenny vorher. Ja, noch nicht. Hui! Y war frech. Jawoll, die bluten jetzt beide. Aha! Ihr seid voll quasi geil. Schon tot. So, dann probieren wir das Ganze nochmal. Aber da steht doch. Drücke X. Oder Y. Ach, fick den. Der hat keinen Ahnung. Der ist eh gleich weg. Der auch. Stalling won't save you. Oh. Okay. Ja. Ach, die können wir aber eben wegmachen. Der hier muss weg. Magenschlag fies! Aua! Toll, oh, toll, krass. Und fast tot. Wir haben Marsch. Gib dem eine mit deiner Keule, oder? Ja, ich geb dem eine mit meiner Ismail, ja. Mal kurz, wie die, davor so guckt, weißt du, voll im Grinsen. Jetzt gehen wir die alle mit der Keule. Boom! Gib mir meine Kippen, du Arschloch!
Also, geht doch. Jawohl. Was habt ihr denn noch so Schönes? Superfeuerzeug. Oh, Level 7. Nice. Was darf das? Super, wir fangen auf 25 Feuerschaden. Joa, immerhin. Können wir direkt mal ausrüsten. Textmarker. Wieso haben die Textmarker dabei? So. Wofür waren das überhaupt? War das dafür? Ja. Ja. So, wo jetzt hin? Ja, zu Tweak. War der Kaffee wahrscheinlich? War der überhaupt? War der nicht hier irgendwo? Unten war der, oder? Ne, da. Ne, Moment, du suchst die Kanalisation. Unten? Aber der hatte doch einen Kaffeeladen. War der nicht hier oben? Da. Da. Ach, da oben war der. Da kaufen wir das Goth. Ja, und links daneben ist Tweaks. Da ist Tweaks Laden, ja, alles klar. So. Nee. Mit dem haben wir schon geredet. Ach, meine Umgebung kotzt mich an. Alles nicht eines David Hasselhoffs würdig. Er war der geilste früher. Ich habe Knight Rider geliebt. Wo war der Scheiß jetzt hier? Rechts oben. Rechts oben in der Ecke. Da. Kaufe erst ein Outfit. Hoffentlich kostet das nicht so viel Geld. Haben wir doch so viel Geld? Ja, ist bestimmt umsonst, wenn der Questgegenstand ist. Wo kaufen wir denn? Ach, bei dem hier. Hallo. Give you a good price. Ausrüstung. Goth-Kostüm. Ja. Mütze, Handschuhe. Perfekt. Fertig. Durak. Oh, der verkauft Flicken. Ah, die sind scheiße. Gucken wir dir mal verkaufen, Moment. Mann, bei dem dürfen wir nicht verkaufen. Fick dich. Kann ich denn überhaupt was dazu, was wir jetzt gekauft haben? Du erhältst Individualität durch Beleidigung anderer. Try. Der hat halt keine Rüstung, wa? Ach so, ja, stimmt. War das mit den anderen Sachen? Kostüm. Du verlierst mit jeder Runde den Glauben an die Menschheit. Alles ist zu kotzen, sogar dieses Kostüm. Trage diese Handschuhe, damit du keine Konformisten-Saftsäcke anfassen musst. Minus 20 Charisma. Jawohl. Ah, da ziehen wir gleich an, bevor wir bei dem sind. Erstmal gehen wir gucken, hier, was bei Tweak abgeht. Tweak, ich brauch meinen Kaffee. Jetzt sofort. Schön mit einer kleinen Portion. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping Tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh. Tempotrank Ultra. Oh, Machttränke können wir mal kaufen. Er hat keinen Kaffee. Doch, ganz unten. Die dunkle Rüstung. Oh, da, die dunkle Rüstung. Ah, okay. Ja, nehmen wir noch einen. Tululu! Auf den Gothis! Hey, there he is! New Kid! No! New Kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly, or you can fight. But I warn you, fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Na dann. You chose wisely. Come with us. Wenn er total für den Arsch ist, gegen die zu kämpfen, oder? Tja, boah, heißt das jetzt erstmal die anderen, außer Cartman? Ja, stimmt. Stan und Kai fehlen noch. Boah, Alter, wie viele die haben? Ja, die finden halt alle die PS4 geiler. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. Jetzt machen die den Jugendgruß. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Oh my god, nein. Oh, was ist Level 8? I'm sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now.
Jawohl, wir haben den Baden gekriegt. Und Stan als Begleiter, alter Vater. All is lost. My contacts, my maps, my friends list, all taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this. The She-Ogre. You know what every good bard should have? A flute. If I had a flute, I could play fantastic melodies. If I only had a flute. My Facebook says the Ranger might be selling one. You know where the Ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Weißt du, ich red nochmal mit dem King. Elfentreue. Steigert die maximal. Ah, okay. Cool, das heißt, man kann sich nachher entscheiden. Weiß ich nicht. Ja, cool. Don't let Cartman use you. Geht's denn? Sprich mit Frau Mobile. Need my help with anything? Was haben wir richtig viele Leute, ey? Ja, hier ist auch mächtig viel zu tun. Nee, hier kommen wir nicht rein. Na, da kann man rein, oder? Nee. Du kannst doch gerade innerhalb vom Zelt sehen. The Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Okay. Erstmal verkaufen. So, wir müssen wieder reich werden. Okay, fast. Können wir hier geiles kaufen? Eine Waffe können wir noch verticken. Waffenaufsätze. Oh! Bis zu 30 Rüstungen. Okay, das ist immerhin schon mal etwas. Verstärkt jeden Angriff mit Waffen um 50 Schaden. Das ist schon nicht schlecht. Ohne Münzen. Zack, her damit. Was sagtest du, Waffen können wir noch verticken, ne? Die alten. Ja, den generell können wir alles verticken. Die Schweinebärmann-Keule, die benutzen wir jetzt. Ja. Aber die Alien-Sonde wirklich. Ja, die können wir dann wegmachen, wenn wir die Schweinebärmann-Keule verwenden. Warum denn nicht? Genau, die Strahlenwaffe. Da ist noch. Wieder. Ja, du musst erst den Sticker rausholen, klar. Da konnte man gerade echt rein. Du konntest gerade irgendwas drin sehen. Da. Ah, jetzt! Mein Gott, voll das gefrickelt. Muls, Muster des Gläubigs. Schwächt ihr auf das Ziel, trifft ihr eine Stadt. Ah, scheiße. Kannst du ja trotzdem verkaufen. Ich drücke mal Start, das gibt's ja nicht. So. Da müssen wir den Flick auch noch rausholen. Ja. Und Schweinebärmann-Keule. Bam. Muss noch ein Sticker rein. Stimmt. Verstärkt jeden Angriff mit Waffen 50 Schaden? Das geht noch nicht mit Feuer. Dann würde ich sagen, wa? Das ist das Stärkste, was wir sonst haben. Ja. Die Level 2 Sticker kannst du eigentlich auch alle mal verticken. Ja, stimmt. Sonst hatten wir Nüs, wa? Hatten wir im Moment, hatten wir nicht neue Sticker für unsere. Da passt nicht rein. Aber da. Ja, so ein paar. Toll, da. Jeder Angriff ist auf 10 TP, bla bla bla. Jeder Angriff ist auf 50 TP, okay. 15 Rüstungen hinzu, schwächt feindliche Angriffe. Okay, kann man mehr auf Rüstung gehen. 10 zusätzlichen Schaden. Ja gut, die Level 3, 8 ist wahrscheinlich jetzt gut. Distanz einfach 45 mehr, okay. Level 3, Level 3. Da unten haben wir noch zwei neue. Ey, Moment, da. 14, ja, ist klar. Gefüge 15% mehr Schaden. Nein, das war genau das, wenn du... Okay. Rüstung? So, warum nicht, wa? Ja. Haben wir was mit 2? Er stimmt, das Goth-Kostüm. Ein Schild, der zwei Treffer zu Beginn eines Kampfes blockt. Okay. Zu Beginn eines Kampfes blockt der zwei Treffer. Ja, das ist halt dieses Schild wie von Dr. Chaos, weißt du, dass du zwei Treffer einstecken kannst, ohne dass was passiert. Ja. Hallo! We elves craft the finest shit. Ja, ja, ja. Klappe ein. So, das kann weg, das kann weg. Hast du den Sticker nicht rausgeholt? Ich hab den Sticker da nicht rausgeholt! Scheiße! Sonst noch was, wo ich noch irgendwelche Sticker rausholen muss? Ja. We elves craft the finest shit in the land. So schnell kann ich gar nicht. Also, ja, die Mongolbogen kann dann auch weg, ne? Ja, und die Strahlwaffe auch. Echt? Wir haben doch jetzt den Eisteil. Okay. Ich dachte, genau, die kickt ass, ey. Weil da steht, trifft eine ganze Reihe Feinde. Echt? Ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, das behalte ich noch.
die 5 Dollar sind ja jetzt nicht so wichtig. Also keine Waffen kannst du, Rüstung und so kannst du gucken. Uiuiui, was soll denn hier alle verticken? Alles? Level 1 kann erstmal. Ah, Level 1 kannst du wegmachen. Das haben wir sowieso nicht. Die Goth-Sachen brauchen wir noch. Das benutzen wir gerade eh nicht. Ja, also auch weg. Auch nicht. Was brauchen wir so weit nochmal? Alien? Das ist alles nicht. Alles nicht. Alles weg, Feinheiten. Waren hier die Dings bei? Ja, dann können die ganzen unterstufigen Sachen erstmal weg, ne? Level 4 auch weg? Ah, Level 4 kann eigentlich auch noch weg. 5% mehr Trefferpunkte. So. Brauchen wir noch was? Brauchen wir noch Machttränke oder so im Käse? Im Prinzip könntest du eigentlich ein paar Tempotränke verkaufen. Ja, weil wir die nicht benutzen, oder? Genau, weil wir die eigentlich nicht benutzen. Die bringen 40 Cent. Ja, aber finden wir halt immer neue. Wunderschöne Wasserballons. Na, das reicht jetzt auch. Ewig beim Händler hier verbringen. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Fick dich. Ah, da endlich, der letzte TV-Express. Vorteil verfügbar. The humans have raised banners around town, claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus, it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Okay. Ach. Ja, wie viele Quests es hier gibt, ey. Das ist echt der Hammer. Aber wir haben einen neuen Vorteil, schon wieder. Aber mit Simi als... Simi als Freund, aber geil. Die sind die geilsten. Vorteile. So, bis dahin machen wir schon mal. Schwer verletzt, der ist immer 2 MP, wenn du einen heiligen Gegenstand benutzt. Die angewidert sind, Wiederbelebungsträger, die du auf dich oder bringen dem Empfänger jetzt die volle Gesundheit zurück, okay. Mit Nahe oder Distanz bewirkt einen zusätzlichen Schaden, auch warum nicht. Wow. Was? Mit deinem Arsch. Er fordert Mana, aber bewirkt mehr Schaden als er geht. Okay. Kraftarsch! Immer wenn du mit deiner Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar MP aufgefüllt. Oh, das ist auch nicht schlecht. Ja. Bam. Kraftarsch! Na gut. So ja, mega viele Quests für nächstes Mal. Ja, jetzt haben wir einen Arsch voll Quests. Das ist echt der Hammer. Müssen wir die Kinder finden, die Ski-Ogre und all so ein Käse machen. Aber das ist halt, ist halt ein echtes Rollenspiel, ne? Ja. Auch wenn das Sourcefuck ist. Finde ich aber geil. Ich bin echt gespannt, ob wir uns für eine Seite entscheiden dürfen, ob wir sagen dürfen, Cartman oder Kai. Aber das wird sicher noch dauern, wenn wir jetzt erst die ganzen Nebenquests machen. Ja, das stimmt. Dann also. Machen wir morgen. Ciao. Tschüss.